Ja, moin Leute, weiter geht's. So, wir gucken mal. Streik, Reparatur. Angekommen. So, 36%. Also die beiden anderen müssen wir vielleicht sogar noch mal reparieren. Das Sandschiff hat Minus gemacht. Interessant. So, das müssen wir hier erstmal wieder tanken. Mal eben für 700.000. Ach komm, wenn es schon mal hier steht. Sollen wir es auch nochmal reparieren oder was? Geht gar nicht, oder wie? Na gut, dann muss es erstmal fahren. So. Ach so, Mexiko. Ja, dann ist reparieren natürlich schlecht, wenn wir hier laufende Aufträge haben. Auf geht's. So, und die Voyager Houston haben wir. Havanna, Balboa. Könnte man machen, ne? Lohnt sich, würde ich mal sagen. Auf geht's. So, ein Tag noch, dann ist unser zweites Containerschiff dann auch wieder heil. So. Das hat sich ja gelohnt, Eines ne? Ihrer Schiffe ist fertig repariert. So, wo ist es? Nicht da. Sonst hätte ich es nochmal getankt, aber dann halt gleich. So, Balboa haben wir noch eins. Und danach warte ich erstmal ab. Und hier das Containerschiff Anchorage. Wann habe ich das denn entgegengenommen? Naja, sei es drum. Dann geht's erstmal Richtung Norden. Die nehmen wir hier mit. Los Angeles. Nee, das überspringen wir. Und dann geht's jetzt erstmal hier in die Richtung. Auf geht's. Wird ein bisschen was kosten, aber passt schon. So, Los Angeles und Vancouver. Auf geht's. Und dann sind alle wieder schön unterwegs. Ja, die beiden anderen Schiffe, die müssen wir wahrscheinlich dann zwischendurch auch nochmal wieder reparieren. Tage. Ja, ein Bulkschiff wäre noch schön, ne? Aber mit Reparatur und so wird das eng. Weil aktuell haben wir nur dieses eine hier als Ziel 2. Aber wichtig sind erstmal die 25 Millionen. Das sollte so unser Hauptaugenmerk sein. Also es ist ziemlich schwer, muss ich sagen, hier Gold zu holen, ne? Also so viel falsch haben wir jetzt auch nicht gemacht. Und wie sollen wir jetzt bitte noch dazu noch vier Tankschiffe holen, damit wir das hier auch noch haben, ne? No way. Nicht alles in einer Kampagne. Kann ich mir nicht vorstellen. Schlepperreederei streikt. Sie müssen selber Hand anlegen und ihr Schiff steuern oder sie warten das Ende des Streiks ab. Naja, warten wir kurz. So, schöne 2 Millionen nehmen wir gerne mit. So, das reparieren wir auch kurz, oder? Warum geht's nicht? Ah, ist es noch beladen? Nee, ist es nicht. Sehr witzig. Na gut. So, wir sind hier. Dann geht's ab nach Houston, oder? San Antonio. Houston. New Orleans. Auf geht's. Machen wir New Orleans zuerst. So, Vancouver. Zack, 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 zack. Abfahrt. Sehr gut. So. Der geht dahin. Der geht dahin. Der kommt gleich an. So, jeden Moment.
Ah, das gibt gutes Geld. Sehr schön. Kleine Strafe, aber alles okay. So, tanken. Ja, Con 2 ist auch das Einzige, was wir wohl nicht mehr reparieren müssen. Anchorage. Scheiße. Jetzt müssen wir wegen der einen Geschichte dahin, oder was? Ist ja auch bescheuert. Verdammter Mist. Scheiß ich drauf. Komm, ab nach Süden. Da pfeife ich drauf. So, das Sandschiff. Sollen wir es mal reparieren? Können wir es hier überhaupt reparieren? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, das geht hier nämlich nicht. So, dann schicken wir es dahin, wo man es reparieren kann. Wo war das? Weiß ich nicht. Aber wir schicken es mal eben nach Anchorage. So, auf geht's. So, und die Voyager nach Houston. Zack, zack. Houston. Und danach vielleicht. Sehen wir dann. Auf geht's. So, und dann haben wir unsere 25 Millionen bald zusammen. 23 Tage. Ich hoffe mal, dass keiner mehr ein Containerschiff baut, also oder kauft. Ein Bulkschiff wäre cool, wenn wir da uns noch eins holen. Aber ich glaube, wichtig ist die gelbe Zahl hier, ne, für die Ziele. So. Halifax. Auf geht's. So, Anchorage. Ja, nee. Immer noch nicht. Schicken wir es erstmal hier nach Mexiko wieder. Abfahrt. Gut, das sind jetzt so die letzten Tage. Ich glaube, reparieren brauchen wir da nichts mehr. Das kostet nur Geld. Kaufen brauchen wir auch nichts mehr. Können wir uns nicht leisten. Sonst schaffen wir das hier nicht. Auf dem Konto haben. Firmenwert. Kontostand. Also, das haben die anderen nicht, ne? Also, die haben es unfair. Also, das ist unfair. Die haben es da ein bisschen besser. Weil bei denen ist es egal, die können kaufen, was sie wollen. 24%. Ah, das ist sehr mutig. Komm. Die Fahrt machen wir noch 5 Tage. Und dann ist die Zeit auch. Ach, guck an. Ach so. Ach, jetzt wieder nicht. Oh mein Gott. Na, ist ja witzig. Müssen wir aufpassen, ne? Alter. Dann können wir theoretisch... Ja. Theoretisch können wir, wenn es eng wird, dann das eine Schiff verkaufen. Also, das ist echt schwierig. Ohne Spaß. Das ist echt schwierig. Hm, 23%, also das ist schon risky. So, das können wir nochmal irgendwie voll machen, nochmal Geld verdienen, aber sonst ist es das dann auch mehr oder weniger gewesen, ne? Ich will jetzt auch nicht, dass die noch sinken, ne? Dann haben wir nämlich richtig verkackt, wenn die Containerschiffe weg sind. Also das Bulkschiff
Das kann weg. Aber das hier werden wir nicht mehr wegschicken, glaube ich. Nee, nee. Das bleibt. Das Sandschiff, das können wir theoretisch sogar noch verkaufen. Da werden wir jetzt auch nichts mehr investieren für, also das ist durch. Das hier, das können wir nochmal hin und her schicken, so ein bisschen hier, das Con 2, aber sonst. Sonst müssen wir da jetzt nichts mehr machen, also 2 Millionen sind wir drüber. Die eine Medaille haben wir, mehr nicht. Aber viel mehr ist auch nicht drin, ne, also. Weil wir haben uns echt angestrengt, ha? Muss ich mal so sagen, also wir haben das ja jetzt hier nicht irgendwie lapidar angegangen, sondern also das ist einfach sehr, sehr schwierig. Das Kapitel 5 Tankschiffe hätten wir holen müssen. Also ich kann mir vorstellen, dass man das eine Bulkschiff noch irgendwie hätte holen können. Aber dann müssen wir halt trotzdem das Geld auf über 25 Millionen bringen und nee, nee, keine Chance, ne? Keine Chance. So, da kommt nochmal Geld rein. Wir können nochmal gucken, ob wir hier das Con 2 nochmal verschippern. Oh mein Gott, das wird noch eine Strafe geben, aber ach so, minimal. Das Kapitel endet in 3 Tagen. Ja, dann ist sowieso durch. Also, dann gebe ich, dann bin ich mit der einen Medaille einfach zufrieden. Also uns haben so 12, 13 Millionen gefehlt, um noch das eine Bulk zu holen für Silber. Aber Gold, keine Chance. Keine Chance. Also wie hätte man Gold holen sollen? Ich habe keine Ahnung. Wenn jetzt noch jemand hier ein Containerschiff kauft, dann landet das Spiel im Müll. In den letzten 2 Tagen. Aber das wird ja wohl keiner mehr machen. Und jetzt ist es schon mal durch. Sie haben die Konstruktion zusammen. Wow. Sie haben sie zusammen. Ja, genau. Wie bitte? Wie mein Bruder klinge ich? Das glaube ich kaum, Boss. Naja. Nun gut, ich werde die Kaution sofort an die Staatsanwaltschaft überweisen. Dann ist Patrick im Nu wieder frei. Ich freue mich so. Vielen, vielen Dank. Das wird Ihnen noch leid tun. Sie haben die Bronzemedaille. Ja, also wie gesagt, super, super schwer. Also im Ernst, das ist schon krass. So, bevor ich einen Hustenanfall kriege, verabschiede ich mich. Nächste Folge geht's weiter mit Kapitel 3. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Sehr gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, denkt ans Gewinnspiel, ne? Das Spiel hier gibt's zu gewinnen. Wie ihr das machen könnt, wisst ihr. Also, bis dann.